Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. So, wir gehen direkt in das Spiel rein. Dab. Crimson, Mission 21. Dab, dab. Warum bin ich schlecht gelaunt? Weil ich die Aufnahme eben gerade neu starten musste. Ich weiß nicht, irgendwas... Das hat auf meinem Aufnahmebildschirm so komisch geflackert. Irgendwie wollte es das Video nicht richtig aufnehmen. Ich weiß nicht was. Ich habe die andere Aufnahme nicht mal überprüft, weil ich mir gedacht habe, ach, jetzt hast du eh erst 1,5 Minuten so ziemlich aufgenommen. Da kannst du den ganzen Scheiß jetzt auch einfach nochmal starten. Oh mein Gott, wir sind an der Küste. Und oh mein Gott, ja, was kommt denn da hinten so auf uns zu? Das sieht ja relativ... Das sieht nicht gut aus. Da 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 da. Vielleicht treffen wir irgendetwas. Wir haben so ein kleines bisschen was getroffen, aber das macht unserem Feind jetzt, der zahlenmäßig ganz eindeutig überlegen ist, nur mehr oder minder was aus. Ei, 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 ei. Ich habe eine neue Waffe jetzt in das Spiel mit reingenommen, nämlich eine neue Shotgun. Die, glaube ich, ein ganz kleines bisschen Schaden macht und deswegen bin ich jetzt relativ froh darüber, dass ich diese Shotgun auch tatsächlich habe. Und deswegen feuern wir einfach mal alles, was wir haben, auch tatsächlich in diese verdammten roten Ameisen rein. Ja, es sind neue rote Ameisen. Die sind ein ganz kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, angriffslustiger als die anderen Vertreter. Aber ich glaube, sie machen vielleicht auch mehr Schaden oder so und sind vielleicht auch ein bisschen widerstandsfähiger oder so. Aber das macht jetzt bei der Waffe, die ich habe, jetzt auch nicht so sonderlich viel tatsächlich aus. Au, 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 au. Die verschießen jedenfalls keine Ameisensäure, sondern sie beißen nur zu mit ihren komischen, ja, Schneidebeißwerkzeugen und so. Und, ja, das ist relativ böse, wenn man, so wie meine Kollegen da, ein ganz kleines bisschen von denen umzingelt wird. Weil, wenn man, um da rauszukommen, da braucht es dann tatsächlich ein ganz kleines bisschen Talent, beziehungsweise Geduld, beziehungsweise man braucht einfach eine, sehr lange Energieleiste. Das wäre zumindest recht praktisch. So, ein paar von meiner Kollegen haben nicht so viel Glück wie ich, ganz offensichtlich. Die, ja, lassen sich mal eben so von ein paar Ameisen auffressen. Das ist relativ unpraktisch. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann haben nur 2 meiner Leute überlebt, ja? Sehe ich das jetzt richtig? Das Problem an der Sache ist jetzt einfach nur, das war natürlich nur die erste Angriffswelle. Tja, wer hätte es gedacht? Dann ratet mal, was da hinten kommt. Nein! Rückzug, Rückzug. Okay, der eine von mir macht's richtig, aber der andere, der bleibt jetzt in meiner Nähe, kann das sein? Ich weiß nicht genau, ob ihm das so sonderlich weiterhelfen wird. Da, 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 da. Versuchen wir sie erst einmal ein ganz kleines bisschen zu dezimieren mit unserem Raketenwerfer. Wenn das Ding jetzt noch ein bisschen schneller nachladen würde, dann wäre es perfekt. So, okay, mein Freund, ich helfe dir. Ich helfe dir. Aber geh bitte aus meiner Schutzbahn, das wäre irgendwie besser. Moment, ich helfe dir. Und da hat es ihn schon erledigt. Jetzt müsste hier irgendwo noch einer von mir herumlaufen. Der läuft da herum. Und irgendwie ist er jetzt auch weg. Und jetzt bin ich wieder ganz allein auf dem Schlachtfeld. Nein, Hilfe, ich sehe nur rot. Ich sehe hier tatsächlich nur rot. Da, da, da. Aber sie hinterlassen relativ viel. Das ist schön. Au, 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 au. I, lass mich. Lass mich! Nein, 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 nein! Böse, böse, böse Ameisen! Böse, böse! Kann ich bitte meinen Raketenwerfer wieder aufladen? Danke, danke, danke. Obwohl, ich glaube, wenn ich den jetzt also aus naher Entfernung auf die scheiß Viecher feuere, dann ist das nicht so gut. Andererseits, das ist besser. Ja, 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 ja. Das war ganz gut, glaube ich. Buh! Und Buh! Und Buh! Und Buh! Und Buh! Oh mein Gott, warum halten die jetzt 2 Treffer aus? Boom! Boom! Und nochmal. Und du auch, boom! So, jetzt läuft hier irgendwo noch einer rum, okay? Ja, Moment, Moment, Moment. Das Lustige ist natürlich, die nächste Angriffswelle der Ameisen kommt natürlich erst, wenn ich alle bisherigen Ameisen ausgeschaltet habe. Das heißt, wo rennst du hin? Ich wollte gerade sagen, du wolltest jetzt nicht wirklich weglaufen, oder? Das heißt, man kann jetzt auch erstmal natürlich sich die eine letzte Ameise dann so ein kleines bisschen aufsparen, damit man dann die letzten Gegenstände so ein ganz kleines bisschen auch nochmal in Ruhe einsammeln kann. Ist ja auch nicht so schrecklich verkehrt. So, jetzt kommen sie natürlich vom Festland, warum auch immer. Da hinten wäre auch irgendwo noch ein Fahrzeug. Ich glaube ein Panzer oder irgendwie sowas. Das steht da so einsam und verlassen irgendwie dort hinten. Ja, Raketenwerfer, bitte nachladen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und dann schön ganz schnell draufballern. So, okay, na dann. Das dürfte aber jetzt tatsächlich dann auch die letzte Meute sein. Und dann haben wir ja diese Einleitung der neuen, des neuen Gegners praktisch gesehen hinter uns. Natürlich. Fans der schwarzen Ameisen und so, die brauchen jetzt irgendwie nicht die Flinte ins Korn werfen. Die schwarzen Ameisen feiern nachher natürlich auch noch ihr Comeback in diversen Missionen. Aber nichtsdestotrotz, die roten Ameisen werden uns jetzt eben auch eine ganze Weile im Spiel begleiten. Das wird noch extrem ameisenmäßig gut. Oh ja.
da kann man sich doch noch richtig freuen, wenn man so ein Fan von den Viechern ist. Ich meine, was mögt ihr lieber in dem Spiel hier? Die Ameisen oder die Spinnen oder vielleicht auch die Kampfroboter und so? Also im Endeffekt, weiß nicht. Also die Ameisen haben ja im Endeffekt schon was. Ich persönlich bin natürlich, weil ich halt so ein kleines Technikkind bin, eher ein Fan von den Robotern und so. Also scheißegal, ob es hier der, die richtigen Kampfroboter sind oder die, einer kleineren Alien-Raumschiffe jetzt in dem Sinne. Also, nö, gefällt mir beides ziemlich gut. Ups, wobei mein Hauptfavorit, aber wahrscheinlich die große wandelnde Alien-Festung ist, die wir ja jetzt schon in zwei Missionen, glaube ich, bewundern durften, aber die wir noch nicht ausschalten konnten. Weil irgendwie, es hat noch nicht gepasst, es durfte noch nicht sein oder so. Moment. So, jetzt wieder das und nachladen und irgendwie ist gut. Das Problem an der Sache ist nur, was ich jetzt so ein ganz kleines bisschen sehe, es kommen, na gut, sie kommen noch ein bisschen stoßweise. Also da traut sich noch die eine oder andere Ameise schüchtern irgendwie über den Berg. Aber ich hatte es schon verdammt häufig in dieser Mission so, dass irgendeine verdammte einzelne Ameise es nicht geschafft hat, den Strand zu finden. Was dann ziemlich doof ist, weil ich dann dieser einzelnen Ameise ziemlich weit entgegenlaufen durfte. Aber ich glaube, diesmal haben wir Glück. Jo, das ist nämlich die letzte Ameise. Die kommt jetzt ein bisschen auf mich zugewackelt und sie bekommt erstmal eine Rakete in die Fresse. Und sie lebt noch. Hallo? Und zwei Raketen? Ja, was bist du denn? Die Mutter aller Ameisen. Es ist ja unfassbar. Oh mein Gott. Davon muss ich ein Bild machen. Dop. Sie ist ein kleines bisschen im Sand eingegraben. Sie schämt sich so sehr. Aber sie braucht sich nicht schämen. Ich meine, das war extrem klasse von ihr. Also, ne? Hier, drei, also beziehungsweise zwei Schüsse aus dem Raketenwerfer aushalten und erst mit dem dritten Schuss draufgehen. Wir haben jedenfalls jede Menge Armor eingesammelt. Schon 1295. Das läuft recht gut. Würde ich mal an der Stelle meinen. Jetzt weiß ich leider nicht, was in der nächsten Mission wieder gefragt ist. Deswegen nehmen wir einfach mal ein Stringer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir müssen es ausprobieren, was das jetzt genau ist. So, trapped. Ja, die großen Insekten wurden vernichtet. Aber unser Storm-Team wird jetzt in den Bergen irgendwie von diversen Feinden umzingelt. Das kann ja nicht sein. Wir müssen irgendwie Storm One helfen. Die brauchen uns. Weil ansonsten kommen sie da nicht raus und das wäre natürlich absolut tragisch, weil wir ja genau wissen, dass alle Truppen auf dieser Welt total viel bringen. Eigentlich schickt mich doch gänzlich alleine los, als ob ich die anderen schwachen Waffen brauchen würde. Ich meine, zu Beginn des Spiels, beziehungsweise in den ersten Missionen war es ja noch... Ach du Scheiße. Oh nein, die Mission ist böse, weil jetzt... Aua! Das hier kommt jetzt wirklich gleich von allen Seiten. Aber gut, okay. Versuchen wir es erstmal so. Zack, Moment. Stringer, ich habe gar nicht so richtig aufgepasst. Das Problem ist gerade, stelle ich fest, das Ding hat nur einen Schuss, sehe ich das richtig. Und ein Schuss und der ist mehr oder weniger stark, sehe ich das auch richtig. Wer zum Teufel braucht das? Aber gut. Oh ja, schwarze Ameisen, juhu, sie sind wieder da. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also, wow, das enttäuscht mich jetzt so ein ganz kleines bisschen. Die Waffenvielfalt in diesem Spiel ist irgendwie ein ganz kleines bisschen ernüchternd, wenn man das jetzt mal so einigermaßen realistisch tatsächlich betrachtet. Wie lange ist es her, dass wir jetzt mal wieder eine halbwegs vernünftige Waffe tatsächlich im Anschlag hatten? Ich meine, ich benutze... Das tut mir eigentlich im Endeffekt auch voll leid. Aber ich benutze ja wirklich hauptsächlich eben meinen 20-Schuss-Raketenwerfer, weil das Ding nun mal absolut... Aua! Absolut imbar ist in dem Sinne. Klar, es könnte, wenn es noch ein bisschen psychedelische Farben, alles rot, blau, lila, wenn das Ding noch ein bisschen schneller nachladen würde, dann wäre es wirklich gänzlich perfekt. Aber so ist es trotzdem absolut, es ist okay. Man kommt damit super perfekt über die Runden. Und wenn mich diese Viecher jetzt noch ein ganz kleines bisschen in Ruhe lassen würden, ja, Ameisensäure und so, ist es so klasse. Oh ja, oh, ihr seht, oh, ihr seid so toll. Ihr seid so super. So, zack, 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 kann ich bitte... lila Strahlen, überall lila Strahlen und überall komische Kampfroboter. Und wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre das noch geiler. Ich bin auch schon wieder gänzlich alleine hier. Ja, ist schon recht. Der Hering, der kann das Spiel ja ganz allein spielen. Noch ein Grund, warum ich irgendwie den Nachfolger so sehr, ich glaube, schätzen lernen werde, weil, oh, ich stelle mir das wirklich so extrem genial vor. Also, wenn ich mit anderen Leuten das zocken könnte und so. Und andere Leute, die dann genauso viel Spaß haben wie ich. Und die dann denken, oh, wir knallen ja Ameisen mit Raketenwerfern ab. Oh ja.
wenn es tatsächlich solche Leute da draußen gibt. Das wäre so schön, wenn die da mit mir zusammen spielen würden. Ich würde mich so drüber freuen. An der Stelle dann also ganz gerne nochmal mein Aufruf. Also wenn ihr tatsächlich irgendwie auch nur ansatzweise etwas mit diesem Spiel anfangen könnt und ihr vorhabt, euch im nächsten Monat auch den Nachfolger zu kaufen, dann meldet euch bei mir und vielleicht, ganz vielleicht, können wir dann ja dieses Spiel irgendwie zusammen zocken. Das wäre ja irgendwie ganz nett, zumindest wenn ihr einigermaßen erträglich seid oder so. Was nicht oft vorkommt, dass ich Menschen so einstufen würde, aber ab und zu kommt es ja tatsächlich mal vor. Da. Ja, ich bin ein bisschen anspruchsvoll tatsächlich, was meine Mitspieler angeht. Aber ich finde, das kann ja auch sein. Ich meine, anders macht es ja auch keinen Sinn in dem Sinne. Warum soll ich mit irgendwelchen Leuten spielen, nur wegen des Spiels willen? Also, nee, da muss ja eine gewisse Chemie auch vorhanden sein, sonst macht das ja keinen Sinn. Ich meine, ihr setzt euch ja auch nicht zu Hause irgendwie mit irgendjemanden hin, den ihr irgendwie auf der Straße getroffen habt und ihr gesagt habt, los, ich will jetzt mal Xbox im Multiplayer spielen, komm mal mit, ich kenne dich zwar nicht, aber nö, das passt schon. Also, nö. Da muss schon eine gewisse Basis irgendwie da sein, finde ich persönlich. Also, wenn ihr meint irgendwie, ihr könntet irgendwie auch nur andeutungsweise meine Kriterien erfüllen, dann, wie gesagt, könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Das wäre extrem genial. Ich bin so gespannt, ob sich überhaupt irgendjemand meldet. Aber ich hatte ja im letzten Video jetzt schon so einen Aufruf gestartet. Aber ich drehe das Video hier ab, noch bevor ich das letzte Video überhaupt hochgeladen habe. Also von daher kann ich dazu noch nichts sagen. So, jetzt haben wir nur ein klitzekleines Problem, stelle ich jetzt fest. Ja, denn jetzt haben wir so ziemlich alle Angriffswellen abgewehrt. Aber wir sehen, dass auf der Karte immer noch 4 Viecher unterwegs sind. Okay, Moment. 3 Viecher unterwegs sind, die irgendwo hier verstreut sind und die doch nach und nach kommen. Okay. Na gut, wir haben nochmal an der Stelle ein kleines bisschen Geduld. Ansonsten muss ich ihnen eben extrem entgegenkommen irgendwie. Ha, der eine dort irgendwo, der andere dort irgendwo. Kann natürlich auch sein, dass die irgendwo festhängen oder... Aber eigentlich ist die Wegfindung von den Gegnern... Naja, sie ist okay. Sie bleiben zumindest nicht an Objekten hängen. Können sie eigentlich auch fast gar nicht. Weil zumindest die Ameisen und so, die können ja eh über jedes Terrain herübergehen. So, das ist praktisch, dass wir hier so ein ganz kleines bisschen den Berg hochmarschieren können. Aber ich glaube, ab hier wird es zu steil. Jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwie dort hochkomme. Nebenbei schauen wir mal. Ah, da ist die andere Ameise. Okay, erwische ich dich von hier? Oder wenn ich jetzt wüsste... Wenn ich jetzt tatsächlich wüsste, wie ich mit meinem Scharfschützengewehr den Zoom-Modus aktivieren könnte, das wäre extrem geil. Achso, und die andere Ameise, ah, du kommst mir da entgegen, oh, du bist perfekt, oh, danke, mein süßes kleines Ameisenbaby, ja, du wirst so schön, oh, da, finde ich toll, ihr Viecher. Ja, das lief ja doch dann relativ gut. Also wie gesagt, Earth Defense Force 2000 bla irgendwas, nee, Earth Defense Force Insects Armageddon, nächsten Monat kommt's raus, wenn ihr Bock auf das Spiel habt und Bock auf mich habt, dann meldet euch bei mir, vielleicht können wir dann zusammen zocken, ansonsten, ja, keine Ahnung, zocke ich das Spiel für mich alleine, hohohoho. So, das waren wieder mal 2 Missionen Earth Defense Force 2017 für heute, ging ja relativ schnell, ausnahmsweise, kommen aber auch wieder längere Missionen, das kann ich euch an der Stelle schon mal verraten. Nichtsdestotrotz, ich war der Herringray, das war, ja... Aus Defense Force, wie gesagt, für heute. Und wir sehen und hören uns dann hoffentlich bei einem meiner nächsten Videos wieder. Ich würde mich freuen. Herringray sagt an der Stelle einfach mal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.